Oh, I have to start, ja. Ich, ja, meine Damen und Herren, guten Tag erst einmal. Ich möchte ganz herzlich heute den NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg wieder einmal in Berlin begrüßen. Er wird nicht nur heute hier sein, er war gestern schon da, er wird erfreulicherweise auch bis zum 9. November bleiben, wenn wir die Feierlichkeiten zum 30. Jahrestag des Falls der Mauer haben. Und das finde ich eine sehr schöne symbolische Geste, denn die steht ja nicht nur für das, was in Deutschland passiert ist, sondern sie steht auch dafür, dass wir heute eine ganz andere NATO sind, als wir das vor 30 Jahren waren und dass aus Gegnern im Grunde Verbündete wurden. Und das ist ein großer historischer Erfolg. Das zeigt, dass Dinge gelingen können, die ganz schwierig aussehen. Und daran sollten wir uns auch erinnern, dass nicht erst mit unserer Zeit die Probleme auf der Welt begonnen haben, sondern dass es früher auch sehr, sehr große und schwierige Probleme gab. Wir bereiten aber jetzt nicht den 30. Jahrestag des Mauerfalls vor, sondern wir bereiten heute und haben vorbereitet das Treffen zum 70. Jahrestag der NATO, das in London Anfang Dezember stattfinden wird. Und ich will sehr deutlich sagen, die NATO ist und bleibt ein Eckpfeiler unserer Sicherheit. Es gibt ein deutsches, ein europäisches Interesse an einer starken NATO, und diese transatlantische Partnerschaft muss gepflegt werden, sie muss entwickelt werden, aber sie ist unsere Sicherheit und das wird auch so bleiben. Die Bundeswehr bringt sich ein in die NATO. Wir fühlen uns auch den Beschlüssen von Wales verpflichtet. Wir haben uns jetzt gesagt, wir werden bis 2024 auf 1,5% des Bruttoinlandsprodukts für die Verteidigungsausgaben kommen. Wir wissen, dass wir damit nicht in der Spitzengruppe der NATO sind, um es vorsichtig auszudrücken. Aber wir haben erheblich unsere Ausgaben gesteigert und werden das auch, die Haushaltsberatungen laufen jetzt gerade für das kommende Ja, wir brauchen gemeinsame Antworten und so gilt es zum Beispiel nach dem Ende des INF-Vertrages zu überlegen, welche angemessenen Anpassungen wir vornehmen. Ich bin dem NATO-Generalsekretär hier sehr dankbar, dass er die Antworten der Allianz koordiniert, dass wir angemessen antworten, dass wir uns auf Zeit nehmen zu überlegen, wie, aber wir müssen natürlich auch Antworten finden. Wir haben im Blick auf den NATO-Gipfel natürlich auch über die Afghanistan-Mission gesprochen. Hier bringt sich Deutschland seit vielen Jahren sehr beständig ein. Wir arbeiten aber auch mit an einer politischen Lösung, weil wir wissen, dass letztlich militärische Fähigkeiten alleine hier nicht helfen werden. Und ich möchte mich auch bedanken, dass der Generalsekretär bei allen Schwierigkeiten mit dem Mitgliedstaat Türkei wenige Tage nach der Operation in Nordsyrien in die Türkei gefahren ist. Die Meinung vieler Mitgliedstaaten der Allianz dort zum Ausdruck gebracht hat, dass wir besorgt sind über das, was dort passiert ist, dass wir auch Zweifel haben an den völkerrechtlichen Grundlagen, aber eben auch gesagt hat, dass die Türkei an anderer Stelle rechtliche Sicherheitsinteressen hat und auch sehr viele Flüchtlinge beherbergt, die aus dem Syrien-Konflikt in die Türkei gekommen sind. Ich denke, dass der Versuch immer im Gespräch zu bleiben, auch bei Kontroversen, ganz, ganz wichtig ist. Always try and foster dialogue to remain on speaking terms is very important. I would like to thank you, sir, and I'm grateful for your. Thank you so much, Chancellor Merkel, der Angela. It's a great pleasure to be back in Berlin and to meet with you, and it's really an honor to be here in this great city on the eve of the 30th anniversary of the fall of the Berlin Wall. Germany is at the heart of Europe and at the heart of NATO. You play a leading role in our alliance. Germany leads NATO's High Readiness Force and our multinational group presence in Lithuania. You host NATO's new mobility command in Ulm, and you make key contributions to our missions in Kosovo, in Afghanistan, and the Aegean Sea. We have just discussed preparations for the NATO's leaders' meeting in London in December. We agree that a strong NATO is essential for peace and security in Europe, and we agree that to keep NATO strong, we must continue to invest in the readiness of our forces. Because in an unpredictable world, we must be ready to respond more quickly. We also discussed progress on burden sharing.
Allies have already delivered five successive years of real growth in defense spending. This will mean that European allies and Canada will spend $100 billion more on defense by the end of next year. I welcome Germany's plan to raise its defense budget and welcome the fact that we have already started to do so. I count on Germany to keep up the momentum and stand by its commitments. Because this is about investing in our security, preserving peace and preventing conflict. We also discussed the situation in northern Syria. This is a concern for us all, and it is an issue on which allies consult regularly in NATO. It is clear that allies have different views, but we agree that we must not jeopardize the gains we have made together in the fight against our common enemy, ISIS. We must remain committed to our training missions in the region so that ISIS does not re-emerge in Afghanistan or in Iraq. And we must continue to do all that we can to support UN-led efforts to find a political solution to the crisis in Syria. We also discussed the importance of arms control after the demise of the INF Treaty due to Russia's violations. NATO is responding in a coordinated, defensive and measured way. We will maintain credible deterrence and defense, but we will not mirror what Russia is doing. We have no intention of deploying new land-based nuclear missiles in Europe, and NATO remains a strong platform for allies to work together on arms control and disarmament. So Chancellor Merkel, Angela, thank you again for Germany's strong contribution to our alliance, and thank you for your strong personal commitment to our transatlantic bond. Thank you so much. Thank you. I'm Alf Johnson from VG, Norwegian Daily Newspaper. I would like to draw both of your attention to the French President Macron's statement today on NATO being brain dead. If you agree on that, and to what degree there is a lack of confidence over the Atlantic at this time. And if I may, to the Chancellor, is Germany going further on the initiative for a security zone in Syria? And what is the status now? Thank you. Ja, vielleicht erst einmal zu dem Interview. Der französische Präsident hat ja drastische Worte gewählt. Das ist nicht drastic Kooperation in der NATO. Ich glaube, ein solcher Rundumschlag ist nicht nötig, auch wenn wir Probleme haben, auch wenn wir uns zusammenraufen müssen. Und aus deutscher Perspektive ist es so, dass die NATO in unserem Interesse ist. Es ist unser Sicherheitsbündnis. Ich habe selber auch immer wieder gesagt, wir müssen unser Schicksal sicherlich in Europa ein Stück weit mehr selbst in die Hand nehmen, aber die transatlantische Partnerschaft ist unabdingbar für uns und ich finde, dass es auch viele Bereiche gibt, in denen die NATO gut arbeitet, in denen sie ihr Themenspektrum in den letzten Jahren erweitert hat. Ich schätze insbesondere, dass wir heute sehr viel politischer arbeiten als noch vor 10 Jahren und das alles sollten wir pflegen, fortentwickeln und da, wo es nicht klappt, vorangehen. Aber wie gesagt, diese Sichtweise entspricht nicht mehr. Und was die Sicherheitszone anbelangt, so hat ja die Verteidigungsministerin das vorgeschlagen. Im Grundsatz finde ich das auch eine gute Idee. Wir müssen nur jetzt die Gegebenheiten sehen. Und wir diskutieren sowohl in der Bundesregierung darüber noch, aber wir müssen ja auch die Umstände sehen. Aus meiner Sicht ist es wichtig, dass das E3-Format, also Großbritannien, Frankreich und Deutschland, auch mit der Türkei über die gesamte Situation sprechen, auch mit dem russischen Präsidenten sprechen und dann die entsprechenden Schlussfolgerungen ziehen. Ein Mandat der Vereinten Nationen bedarf natürlich immer eines Sicherheitsratsbeschlusses und das muss politisch vorbereitet sein. Und die Gegebenheiten zur Zeit sind nach dem Treffen in Sochi natürlich erst einmal noch andere. Aber die Verteidigungsministerin selbst hat heute von strategischer Geduld gesprochen und die muss man bei vielen Fragen ja auch aufbringen. I agree with the Chancellor Merkel. NATO is strong, and the United States, North America and Europe, we do more together than we've done for decades.
We have implemented the strongest reinforcements of our collective defense since the end of the Cold War. European allies are stepping up, increasing the readiness of their forces, investing more in defense. And the United States is increasing their presence in Europe with more troops, more exercises, and more investment in infrastructure. So the reality is that we do more together. We have strengthened our collective defense as a response to a more unpredictable and uncertain world. And I think also we have to remember that any attempt to distance Europe from North America risks not only to weaken the alliance, the transatlantic bond, but also to divide Europe. So therefore we have to stand together. I welcome European unity. I welcome efforts to strengthen European defense, but European unity cannot replace transatlantic unity. We need to stand together, we need to work together, and that's exactly what we do in NATO every day. Ja, Frau Bundeskanzlerin und Herr Generalsekretär, die Lage im Iran spitzt sich zu am Wochenende, wird Teheran die Uraneinreichung wieder hochfahren, aufnehmen, Iran. Frau Bundeskanzlerin, ich habe die Iran-Anreichung gesagt, das tut mir leid. Unfortunately, I said Iran-Enrichment, but in the translation ich hatte es nicht richtig verstanden. Nein, Uran-Anreichung im Iran, Lage spitzt sich zu. Frau Bundeskanzlerin, wo sind da die roten Linien, dass für Sie das Atomabkommen endgültig tot ist? Und Herr Stoltenberg, wie sehen Sie die Lage gerade bei der Situation in der Golfregion? Hat sich da der Konflikt zwischen Saudi-Arabien und Iran etwas entschärft? Also wir sind ja nach wie vor in dem Zustand, dass wir in der Situation sind. Der Bundesaußenminister hat ja mal gestern darauf hingewiesen, dass das natürlich Schritte sind, die in die falsche Richtung gehen. Aber eine abschließende Bewertung haben wir So all NATO allies are concerned about the situation, and all NATO allies are also concerned about Iran's destabilizing activities in the region. And of course, all NATO allies agree that Iran should not be able to acquire to develop nuclear weapons. But at the same time, it's a well-known fact that there are different views between allies on the question of the Iran nuclear deal. Armaş Nerwey, kurdischer Journalist. Ich habe eine Frage wegen der Sicherheitszone. Ist schon gefragt in Nordsyrien. Der Kind Mohammed Hamid, 13 Jahre alt, ist durch die Angriffe von der türkischen oder NATOs Mitglied angegriffen mit dem Phosphor. Und was sagen Sie dazu, Frau Merkel, NATO-Generalsekretär? What do you say, Frau Merkel, to this? A NATO member is attacking children in North Syria with phosphor, with chemical weapons. I must say that I am not familiar with this case. I cannot confirm this, but time and time again, I myself, I personally also in telephone calls with the Turkish president, said that everything has to be done in order to avoid civilian casualties, and also that has happened. Many people had to take flight, many people have suffered, but we are in dialogue with them, and we deeply deplore this. I can just briefly add that I have expressed my deep concern about the consequences of the incursion into northern Syria, and I also stated clearly that we must not jeopardize the gains, the progress we have made in the fight against ISIS. And all NATO allies strongly support the efforts to try to find a political solution to the crisis in Syria.
Frau Bundeskanzlerin, Herr Generalsekretär, eine Frage an Sie beide. Die Verteidigungsministerin hat heute eine ganze Reihe von Vorschlägen gemacht. Einmal das 2%-Ziel bis 2031 zu erreichen, einen nationalen Sicherheitsrat, eine deutsche Militärpräsenz auch in Asien, zur Unterstützung von Partnern, die man dort hat. Ich hätte ganz gerne gewusst, Herr Generalsekretär, ob Sie das als Signal sehen, dass Deutschland bereit ist, sehr viel mehr zu tun als in der Vergangenheit. Und Frau Bundeskanzlerin, ganz konkret, sind Sie auch für das Ziel, 2031 dann das 2%-Ziel spätestens erreicht zu haben und sind Sie für die Bildung eines nationalen Sicherheitsrates? First of all, I welcome that Germany has started to invest more in defense. And I expect Germany to deliver on the commitments we all have made. The reality is that Germany contributes to the alliance in many different ways. With the leadership of our high readiness force, with troops in our mission in Afghanistan, in Kosovo, you are the lead nation for our maritime presence in the Aegean Sea, and Germany is providing troops and forces to many different NATO missions and operations, and we are welcoming that very much. When it comes to defense spending, let me also add that European allies should invest in defense not to please NATO or the United States. They should invest in defense because it is in their own security interests, because we need ready forces, we need well-trained forces, we need modern equipment. And therefore, I welcome the fact that after years of cutting defense spending, all NATO allies, including Germany, have started to increase investments in defense and have added 100 billion by the end of the next year, 100 billion US dollars. So we are making real progress, and I recognize and welcome that progress. Ja, erstmal will ich sagen, dass die Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer heute eine wichtige Standortbestimmung gemacht hat über das, was sie vorhat und was sie an Vorstellungen hat. Das fügt sich ein in die Dinge, die ja auch immer wieder gesagt wurden von Bundespräsident Gauck, damals von Außenminister Steinmeier, auch von mir, dass wir tendenziell mehr Verantwortung übernehmen müssen. Und das haben wir auch innerhalb der NATO getan. Wir haben es jetzt in Afrika getan, are now doing it in Africa. Ihr erwähnte Engagement in der Sahelzone, das ist wichtig, und das Sahel, im Zweifelsfalle noch weiter ausgebaut werden. Ich erinnere an die G7-Initiative zu der Sicherheitsallianz mit den Sahelstaaten. Was ist für 2% anbelangt? So glaube ich, ist das eine realistische Einschätzung. Ich finde es wichtig, dass wir das, was wir in Wales gemeinsam gesagt haben, auch aus einer großen Koalition heraus, dass wir uns in Wales gemeinsam also as a grand coalition, is that we should move towards the 2% goal, and we see this as our commitment. Wenn man sich anschaut, was wir seit Wales geschafft haben und schaffen wollen bis 2024, dann ist das ein realistischer, aber auch ambitionierter Vorschlag, das dann 2031 zu erreichen. Was den nationalen Sicherheitsrat anbelangt, so ist das eine aus meiner Sicht richtige Idee, die wir auch unionsseitig schon vor Jahren einmal erwogen haben. Bis jetzt ist es leider nicht gelungen, sie in den Koalitionsvereinbarungen dann auch wirklich zu verankern. Gut ist, dass es heute schon eine bessere Zusammenarbeit der Ressorts gibt, also den vernetzten Sicherheitsansatz. Aber ein Gremium wie ein nationaler Sicherheitsrat könnte sicherlich auch helfen, die gemeinsamen Bemühungen noch zu verstärken. Also im Grundsatz, wenn ich jetzt ein Unionsprogramm aufschreiben würde, dann würde ich sagen, ja, es ist eine Struktur aus meistens präsidialen Demokratien und stößt deshalb sozusagen in unserer Regierungskonstruktion bei den Koalitionspartnern auf nicht ganz so viel Gegenliebe wie in den Vereinigten. It's not a match with such great liking here as in the United States, but I think it's a good idea.